Am 3. Juni machten wir uns auf nach Saubach, um unseren Landrat Harry Reiche zu besuchen. Er unterbrach an diesem Tag seine Fahrradtour zu einem Unternehmerbesuch in Saubach bei der Firma Einige Klimatechnik. Ein paar Tage bist du noch im Amt, aber ich denke, du wirst auch nicht auf Null runterfahren, denn das entspricht nicht deinem Charakter oder unserer Generation. Und dementsprechend werden wir uns auch sicher in dieser Runde nicht so oft wiedersehen. Vielleicht doch ab und an. Und damit wir eine kleine Erinnerung haben an diese schönen Zeiten, die wir ja in den letzten 20 Jahren doch gemeinsam bestritten haben, eigentlich fast alle, wie wir hier in der Runde sind, möchten wir dir eine kleine Erinnerung überreichen. Ein Bild folgt dann noch von dieser Aktion. Und damit es dir nicht so schwer fällt, eben ein schönes Tröpfchen mit der Verewigung, wer sich alles beteiligt hat, beziehungsweise wer deine treuen Begleiter waren. Alles Gute wünschen wir dir, vor allen Dingen Gesundheit und dass wir uns dann ab und an mal wiedersehen. Auch die Gespräche untereinander zwischen den Unternehmern und dem Landratsamt kamen an diesem Tage nicht zu kurz. In lockerer Runde konnte manches Problem leichter gelöst werden. Also ich kenne Götz Ulrich schon von Kindheit an, kann man sagen. Er hat viel getan für die Region, er hat eine ordentliche Bildung durchlaufen. Und ich denke mal, jetzt bei alles was für die Region jetzt gekommen ist, das sei schon Resonanzen. Wirtschaftlich hat er viel getan vor der Umgebung und auch jetzt die ganze Infrastruktur. Sollten viele darüber nachdenken, was er da auf die Beine gestellt hat. Auch wenn sie nicht immer seiner Meinung sind, aber es ist schon viel passiert. Und ich kann dem nur zustimmen, meine Stimme hat er. Also Götz Ulrichs ist ein Mann unserer Region. Ich kenne den Götz schon bestimmt 30 Jahre. Und ich glaube, er ist von seinem Wesen her auch etwas durch seinen Vater geprägt. Denn sein Vater hat auch schon in den 60er und 70er Jahren sich immer bemüht, viel für die Allgemeinheit zu tun. Und wenn ich heute sehe, wie er handelt, dann bemüht er sich immer zu vermitteln und immer das Positive für die Region herauszukehren. Das heißt, angefangen vom Detail in der Gemeinde bis hin zur Verbandsgemeinde versucht er immer zu finden, was am meisten Nutzen bringt für die Menschen. Und das ist sicher nicht ganz einfach. Kommunalpolitik ist nun mal eines der schwierigsten Aufgaben. Denn weil jeder Bürger glaubt, er muss gerecht behandelt werden. Und das ist schwierig. Letztendlich hat er ja eine solide Ausbildung gemacht und ist dadurch auch befähigt, vorauszuschauen. Und wir als Wirtschaftsunternehmen haben ihn in den letzten Jahren kennengelernt, dass er auch unsere Anliegen sich bemüht mit zu durchdenken und uns auch zu fördern. Denn man kann nicht alle Brücken zur gleichen Zeit neu machen, man kann nicht alle Straßen zur gleichen Zeit neu machen, aber man muss Schwerpunkte setzen und man muss sagen, ja, dort geht der Weg hin. Und ich glaube, der Götz hat diesen Weitblick und deswegen unterstützen wir ihn auch. Was für einen Wein trinken Sie gerade? Am Weitburgunder. Aus welcher Region? Saale Unstrut, Weingut Türkind aus Gröst. Ich habe selber einen Weinberg, baue selber Weißburgunder an, lassen ausbauen oder keltern eben von der Wintervereinigung, wo ich Mitglied bin, schon jahrelang. Und muss sagen, der Weißburgunder ist ein bodenständiger Wein hier im Saale Unstrut Gebiet. Nimmt immer mehr zu an Absatz, Leute an Begeisterung, obwohl der Müller-Thurgau immer noch der Top-Wein Nummer 1 ist mit 20%, ca. 20% der Anbaufläche, aber die anderen Weine wie Weißburgunder, Grauburgunder sind im Kommen. Ja, und
wir sind ja heute hier zu einem bestimmten Punkt. Ja klar, wir reden von Bodenständigkeit, von Geschmack, von Empfinden als Genussmensch. Was halten Sie von unserem Herrn Ulrich? Den Herr Ulrich kenne ich ja schon jahrelang hier als Biberer, Bodenständischer, wie auch der Wein. Und er hat hier sehr gute Arbeit geleistet als Bürgermeister der Verbandsgemeinde in den letzten Jahren. Sein Vater war hier in den vorigen Jahren auch schon Landrat. Und ich denke mal, dass er die Fähigkeit hat, die Tätigkeiten unseres jetzigen Landrates, den Herrn Reiche, dort fortzusetzen. Und ich bin ja ein Bauingenieur und ich setze drauf, über diese Brücke, wenn wir ihn wählen, können wir gehen, müssen wir gehen. Danke Ihnen für die netten Worte. Und jetzt einen schönen Schluck Wein noch. Mach mal. Also ich muss nach Hause fahren, das kann ich nicht. Sauber ist Spitze!